Panferno ist ein Pokémon mit den Typen Feuer und Kampf. Existiert seit der 4. Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Panflam und Panpyro und somit neben Chelterra und Empoleon eine der Endentwicklungen der Starter-Pokémon aus Sinnoh, die du in den Hauptspielen Pokémon Diamant, Pearl, Platin, strahlender Diamant und leuchtende Perle erhalten kannst. Panferno ist ein zweibeiniges, affenähnliches Pokémon. Es verfügt über einen dünnen Körper mit orangenem Fell. Es besitzt am Kopf eine Schnauze und darüber zwei Augen mit roten, dicken Augenbrauen. Zwischen den zwei langen, großen Ohren hat es noch eine große Haarpracht aus Feuer. Die Unterschenkel und sein Körper vom Rumpf aufwärts werden durch ein weißes Fell bedeckt, welches sich bis zum Kopf erstreckt. Es hat zwei Beine mit je 5 blauen Zehen und zwei Arme mit je 5 blauen Fingern. Die Handfläche, Knie und Schultern werden durch gelbe Wirbel bedeckt. Der Schweif ist lang und dünn und die Shiny-Form hat ein rosanes Fell. Nun ist es ein mächtiges Feuer-Pokémon geworden und beherrscht Attacken wie Flammenwurf oder Flammenblitz. Panfernos Fähigkeit ist Großbrand, welcher die Standardfähigkeit aller Starter-Pokémon des Typs Feuer ist. Besitzt ein Pokémon mit Großbrand nur noch ein Drittel oder weniger seiner maximalen Kraftpunkte, erhöht sich die Stärke eigener Feuerattacken um 50%. Werden Kraftpunkte regeneriert, normalisiert sich die Stärke wieder. Seine versteckte Fähigkeit ist die Eisenfaust und erhöht die Stärke aller Angriffe, während deren Ausführung mit der Faust zugeschlagen wird, wie zum Beispiel Tempohieb um 20%. Panferno ist dabei die Entwicklung eines Starter-Pokémons und daher nur in sehr wenigen Regionen heimisch. Es dient vorrangig dazu, Trainern bei ihren ersten Schritten zu helfen. Im Kampf ist es dadurch, dass es im Kampf alle Gliedmaßen benutzt, stark und äußerst flink. Es schreckt vor keinem zurück und stellt sich jeder Gefahr. Wenn es allerdings um die Ausdauer geht, hat Panferno schlechtere Chancen. Dabei ist Panferno wie gesagt die Endentwicklung und bekommt dabei im Laufe der Entwicklung dunkleres Fell und gewinnt auch an Größe und Gewicht. Es hat nun keinen brennenden Schweif mehr, sondern eine Haarpracht aus Feuer und manche Gelenke werden nun durch gelbe Wirbel bedeckt. Es hat eine offensivere Haltung eingenommen, welche sich von seinen Vorgängern Panflam und Panpyro unterscheidet. Und dabei wird die Entwicklung von Panflam zu Panpyro auf Level 14 und von Panpyro zu Panferno auf Level 36 ausgelöst. Und mit seiner Typenkombination aus Feuer und Kampf nimmt es Viertelschaden gegen Kieferattacken, halben Schaden gegen Stahl, Feuer, Pflanzen, Eis- und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Flug, Boden, Wasser und Psychoattacken und der Rest macht normalen Schaden.